So, Trainer Wolfsburg, Freitagabendspiel unter Flutlicht, das ist schon mal geil genug. Was sind denn so die Überschriften, die Kernaussagen vor diesem Spiel? Was wiegt mehr? Auswärtssieg im Rücken oder Trainerwechsel beim Gegner? Auswärtssieg im Rücken, das hatten wir jetzt nicht ganz so oft die Saison. Also von daher hat man auch gemerkt, gerade am Samstag oder auch direkt nach dem Spiel, wie die Stimmung war bei den Jungs. Und jetzt gilt es einfach, sich wieder so darauf zu konzentrieren, das, was uns ausgezeichnet hat in Berlin, jetzt auch wieder im Heimspiel gegen Wolfsburg mit den Zuschauern im Rücken, das wieder auf den Platz zu kriegen. Und wie kriegen wir es hin, dass wir das, was wir quasi als Option haben, du hast vorhin auf der PK gesagt, im Sturm kannst du rotieren, wie du willst, je nachdem, was du brauchst. Aber wie kriegst du das jetzt drauf auf eine neue Herangehensweise, eine eventuelle von Bruno Labbadia? Ja, wir haben uns logisch die Spiele angeschaut von Wolfsburg, dann aber auch die Spiele von Bruno Labbadia dann einfach. Und es ist wichtig, dass wir bei uns bleiben. Das ist komplett wichtig. Das haben wir letzte Woche gemacht gegen Berlin. Und das wird dann morgen auch in diesem Spiel wichtig sein, gegen Wolfsburg bei uns zu bleiben, eine Stabilität aufrechtzuerhalten, das, was uns ausgezeichnet hat, morgen dann auch auf den Platz zu bekommen. Und diese Stabilität, du hast in den letzten Spielen öfter auch mal 6 Leute neu in die Startelf reingeholt. Ja. Das ist aber jetzt nicht unbedingt dann kontraproduktiv. Produktiv, wie man ja gemerkt hat. Naja, das war ja auch die englische Woche dann auch, das darf man nicht vergessen, gerade mit Bayern, Frankfurt, Hoffenheim. So, und wir haben jetzt nicht vor, morgen 6 neue auszutauschen, 6 neue wieder reinzuschmeißen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, eine Stabilität auch in der Gruppe dann zu haben. Und es schließt aber nicht aus, dass wir den einen oder anderen Wechsel haben. Und wie sind Sie so im Moment mit dem Mentalen dabei? Scharren jetzt schon mit den Hufen? Musst du die eigentlich nur noch loslassen morgen? Oder wie sieht's aus? Sind Sie so ein bisschen so noch nicht so richtig drin? Wann kommt dieses Feuer? Nein, die sind total konzentriert, auch in der Trainingswoche jetzt drin gewesen auch. Und jetzt kommt die Anspannung jetzt langsam dazu. Und wir freuen uns einfach wieder ein Heimspiel zu haben. Das haben wir jetzt schon das letzte Mal gegen die Bayern und dann auch das Heimspiel gegen Stuttgart. 2 sehr gute Leistungen, was die Heimspiele betreffen. Und da wollen wir morgen daran anknüpfen, dass da das zählt. Und das merkt man den Jungs auch, dass sie einfach Bock haben morgen auf das Spiel. Zuschauer im Rücken, Abendspiel, Flutlicht, Kälte. Haben wir auch gerade gehört bei der PK, was wir da am besten machen. Laufen, also von daher Tisch ist gedeckt, jetzt müssen wir nur noch zupacken. Wir haben auch übrigens voll Bock drauf. Freuen uns mega. Und neues Mikrofon übrigens. Neues Mikrofon, gell? Ja. Hier, ne? Ja. Also schon mal vorgelegt, ihr legt morgen nach. Und dann, genau, mega interessantes Spiel. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Und viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir.